Hallo Leute, ich bin Frederik und habe heute die große Ehre, euch die Musikschule Gregorianum näher zu bringen, ein bisschen auszukundschaften. Wir hören hier schon Musik, wirklich fängt beim Hören an, Vogelgezwitscher gibt's. Ja, und bevor wir gleich reingehen noch, das hier ist wirklich der Platz, wo dann auch Schülerinnen und Schüler, wenn sie auf ihren Unterricht warten oder vom Unterricht schon wieder kommen, noch ein bisschen Pause machen, ein bisschen entspannen können. Oder natürlich auch die Eltern, wenn sie brav hier stehen und auf ihre Kinder warten, bis die ihren Unterricht wieder aushaben. So, wir sind schon beim ersten Zimmer angekommen. Hier ist Richard Brenner, der Musikschulleiter, unterrichtet Klavier und das interessiert mich jetzt, Kontrabass. Ja, hallo Frederik. Hallo Herr Brenner, ich habe ein paar Fragen an Sie. Ja, gerne. Zum einen, was unterscheidet denn so ein Kontrabass von anderen Streichinstrumenten? Ja, also hier haben wir einen Kontrabass, das sehen wir schon mal, der ist mal größer als eine Geige oder auch als ein Cello. Und dann haben wir zum einen den Kontrabass, den wir zupfen können. Aber Anton, gib mir mal deinen Bogen. Aber wir können den auch streichen. Und dann sind wir einfach vielfältig. Wir können von der Klassik bis zum Jazz, bis zum Pop alles spielen. Was ich mir jetzt gerade so überlegt habe, bin heute mit dem Fahrrad da. Was würde ich dann machen, wenn ich den Kontrabass da mitbringen müsste? Normalerweise ist es so, dass die Schüler immer ein Instrument zu Hause haben und eines hier ist. Okay. Und dann müssen sie nichts mitbringen. Ja. Welches Alter zu Beginn würden Sie empfehlen? Ja, so sechs, sieben. Und das ist eigentlich das Alter, wo man jedes Instrument auch anfangen kann. Es gibt immer kindgerechte Instrumente. Der Anton hat jetzt auch einen kleineren Kontrabass, ist nicht der ganz kleine. Wie viel muss man üben in der Woche? Also, ich würde schon mal sagen, dass man so am Tag wenigstens 20 Minuten übt. Das kontinuierlich ist besser als einmal in der Woche 2 Stunden, weil man ja dann immer die Fortschritte von Tag zu Tag auch selber mitkriegt. Super, das war schon sehr interessant. Und jetzt höre ich hier im Zimmer nebenan schon Stimmen. Wo geht's dahin? Ja, Frederik, da draußen ist unser Sekretariat, die Verwaltung. Da wird alles bearbeitet. Aber das sollen nur die Damen, nämlich die Frau Linder und die Frau Hoffmann, selber mal sagen, was sie so tun, gell? Kann ich mich bei Ihnen zum Unterricht anmelden? Ja, vor den Sommerferien sollten die Anmeldungen noch bei uns eingehen. Und bei Fragen stellen wir auch gern den Kontakt zu den Lehrern her. Und kann man dann jederzeit anfangen mit dem Unterricht? Also der Unterricht beginnt bei uns grundsätzlich mit dem neuen Schuljahr. Unterm Schuljahr ist es auch möglich, wenn noch Plätze frei sind. Und je nach Anmeldung gibt es bei uns Einzelunterricht oder auch Gruppenunterricht. Und wenn ich dann nach kurzer Zeit merke, das Instrument gefällt mir doch nicht so, muss ich gleich eins anschaffen oder gibt es da Möglichkeiten? Nee, man muss nicht gleich ein Instrument kaufen. Wir leihen auch Instrumente aus, egal welches, und zu sehr günstigen Preisen. Und jetzt höre ich mir die Trompete an. Sehr schön. Was unterscheidet die Trompete von anderen Instrumenten? Der prächtige, strahlende Klang, ja. Ich kann mir unter dem Begriff Blechblasinstrument nicht wirklich was vorstellen. Blechblasinstrument heißt es deshalb, weil das ganze Instrument aus Blech ist. Gegenüber den Holzblasinstrumenten, die sind aus Holz. Und wie entsteht der Ton? Okay, und wo kann man damit noch mitspielen, dass es richtig Spaß macht? Die Trompete ist universal, da kann man überall mitspielen. Im Bläservororchester, in der Jugendkapelle, in der Stadtkapelle, in der Big Band und in der Jazzband und auch in der Kirchenmusik. Überall kann man mit der Trompete mitspielen. Perfekt. Was mich brennend interessieren würde, warum heißt das Instrument Zugposaune? Darf man die nur im Zug spielen? Das ist eine gute Frage. Nein, Zugposaune heißt es deswegen, weil man hier einen Zug hat, wo man entlang zieht. Konstantin, mach mal gerade vor. Das sieht gar nicht so einfach aus. Woher weiß ich denn, wohin ich ziehen muss? Ah, okay. Ja, wir haben ein paar Zugpositionen, die sind eigentlich auf dem Zug hier verteilt und die kann man sich merken. Und der Konstantin weiß es auch schon, wo die sind. Machen wir gerade deine Zugposition vor.
Super, Konstantin, jawohl. 6 hat er schon. Normal gibt es sogar 7. Das ist jetzt bloß eine Kinderposaune, die ist ein bisschen kürzer, deswegen hat er nur 6 Zugpositionen und eigentlich sind 7, genau. Das klingt ja leicht. Gibt es dann nur 7 Töne? Ha, gute Frage. Das wäre ein bisschen langweilig mit nur 7 Tönen. Nein, man kann sogar auf einer Zugposition mehrere Töne spielen. Konstantin, da bist du wieder gefragt. Und welche Musik kann man vor allem mit dem Tenorhorn spielen? Ja, mit dem Tenorhorn, da ist dann der Lennart jetzt dran. Genau, Lennart, spielt sonst ein kleines Stück vor. Norbert Streit. Simone Schuster. Wir unterrichten Klarinette und Saxophon. Wo liegt der Unterschied zwischen Saxophon und Klarinetten? Steht da? Das ist die falsche Frage. Da bekomme ich direkt Lust mitzuspielen. Ab welchem Alter darf man das denn? Ja, das Alter ist immer relativ. Was wichtig ist bei der Klarinette, dass man mit den Fingern die ganzen Tonlöcher abdecken kann und vor allem die Klappen erreicht an der Seite. Meistens sind es Kinder so ab circa 8 Jahren. Eigentlich fängt man mit dem Altsaxophon an, mit dem kleineren, nicht das kleinste. Das kleinste liegt da, das ist das Sopransaxophon. Aber die meisten Kinder so 8, 9, 10 Jahre fangen mit dem Altsaxophon an und machen dann später eventuell weiter mit dem Tenorsaxophon. Das liegt hier, das etwas größere. Und welche Musikstile bieten sich an bei Klarinette, bei Saxophon? Ja, die Frage ist ganz schnell und einfach zu klären. Alle. Und hier bin ich jetzt in der musikalischen Früherziehung. Was ist denn das? Wir gehen in den letzten 2 Kindergartenjahren der Musik auf die Schliche. Wir trommeln, wir singen, wir tanzen, wir machen Instrumente, wir lernen die Instrumente kennen. Wir spielen mit den offenen Instrumenten, ist alles voll mit Instrumenten und wir haben ganz, ganz, ganz viel Spaß. Leg mal los. Achtung. Wetterfrosch, wir wollen dich was fragen, wie's Wetter wird, wie's Wetter wird, das wirst du uns gleich sagen. Steig höher, immer höher, immer höher und lass die Sonne scheinen. So, ich knie mich runter zur klassischen Gitarre. Hat man alleine oder in der Gruppe Unterricht? Also wie ihr seht, kann man in der Gruppe Unterricht haben, vor allem die jüngeren Schüler. Und die Älteren haben dann eher alleine Unterricht, also Einzelunterricht. Und in den Gruppen 3/4 Stunde normalerweise und einzeln 1/2, also 30 Minuten. Welche Musikrichtungen bieten sich an vor allem? Alle. Alle. Also wir können... Ganz viele Töne. Genau, es gibt ganz viele Töne und wir können einfach Melodien spielen, wie das auch eine Blockflöte kann. Wir können Lieder begleiten. Ich glaube, da gehst du dann gleich noch zu meinem Kollegen Igor. Ja. Und ich habe einen Hund, der heißt Billie Jean und es gibt auch ein Lied von Billie Jean. Genau, und sie träumt davon, Billie Jean zu spielen. Also man kann auch Pop- und Rockmusik machen und natürlich klassische Musik. Da gibt es ganz viele Stücke für. Wenn ich jetzt noch kein Instrument hätte, warum sollte ich unbedingt Gitarre spielen? Warum soll er Gitarre spielen? Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, genau. Weil man es überall mit hinnehmen kann und weil man so vieles damit machen kann. Und du kannst auch in eine Band gehen irgendwann oder zur E-Gitarre wechseln. Ja. Kriegen wir noch ein Ständchen, oder? Ja, sag, was wir spielen.
fährt eine Kuh nach Duderstadt. Dann sind Sie auch noch für den Musikgarten und die Musikminis verantwortlich. Erzählen Sie mir was drüber. Also die Musikgartenkinder, die kommen mit einem Erwachsenen, die sind nämlich noch ganz klein, 1,5 bis ca. 3 Jahre. Und wir spielen mit einfachen Instrumenten, zum Beispiel mit Glöckchen. Wir singen natürlich ganz viel, es gibt Kniereiterspiele und wir bewegen uns. So, in diesem wunderschönen großen Raum. Und die Musikminis, die sind dann zwischen dem Musikgarten und der musikalischen Früherziehung. Das heißt, die sind 3 bis 4 Jahre alt. Wir haben dieselben Instrumente, aber die kommen dann schon alleine. Und auch da singen, bewegen. Von Hexen und Hühnern. Ich wollte, ich wäre eine. Ach, da kommt ja schon Frau Wörner. Hallo. Hallo Frederik, grüß dich. Schauen wir gerade schon die Bilder von den Aufführungen an. Sieht toll aus. Das war alles von Ihren Chören? Ja, oder? Das sind alles Fotos von unseren Musical-Aufführungen. Wir haben hier in der Musikschule einen Kinderchor, der aufgeteilt ist in 3 Altersgruppen, die jeweils 1 Stunde pro Woche hier in der Musikschule proben. Und die Aufführungen dann wirklich mit Kostümen, vielen Proben, Spielen? Ja, und da haben alle einen riesen Spaß dabei. Ja. Also wir treten in öffentlichen Konzerten auf und machen dann einfach in regelmäßigen Abständen machen wir diese Musical-Aufführungen im Kulturhaus. Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung noch. Und ich weiß, dass es einen Jugendchor gibt. Können Sie uns da was drüber erzählen? Ja, ab der 7. Klasse hat man die Möglichkeit, dann im Jugendchor mitzusingen. Der probt ebenfalls einmal in der Woche hier in der Musikschule. Und man kann auch frisch dazu einsteigen. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass man vorher im Kinderchor gesungen hat. Ja. Und was singt man für Lieder? Also im Jugendchor, da singen wir von Werken mit klassischem Orchester über Musicals bis hin zu ABBA, einfach alles. Und singen sollte man können. Man muss Spaß am Singen haben. Okay. Das andere kommt dann. Okay. Es gibt übrigens auch Gesangsunterricht hier an der Musikschule. Da kriege ich gleich Lust mitzuspielen. Okay. Muss ich dafür vorher Blockflöte können? Oder ich würde direkt einsteigen mit Querflöte. Kann man. Du bist ja auch so klein, dass wir das natürlich gar nicht machen können. Nee, man kann also gleich mit Querflöte anfangen. Und wenn man jetzt nicht so groß ist wie du, dann kann man die Flöte mit der Umleitung bekommen. Vielleicht gebe ich die Karte Hanna mal in die Hand zum Vergleich. Komm, ich gebe mir mal die. Die ist dann einfach ein bisschen kürzer, wenn man noch nicht so große Finger und nicht so lange Arme hat. Eine Flöte mit einem anderen Kopfstück, die hat dann einfach einen Bogen. Ich halte sie. Wenn man nicht gleich einen Ton rausbekommt am Anfang, kann das vorkommen? Ja, da muss man dann ein bisschen geduldig probieren, weil ich kann es zwar erklären und vormachen, wie das geht, aber so richtig rauskriegen muss man es eigentlich selber. Und das ist gar nicht schlimm, wenn das nicht sofort funktioniert. Dann muss man ein bisschen ausprobieren und schauen, dass das was wird. Aber normal klappt das nach ein paar Wochen spätestens. Und nach längerer Zeit, wenn man dann schon besser ist, wo kann man überall mitspielen? Ja, man kann natürlich in Blasorchestern, bei der Stadtkapelle, in den Jugendorchestern spielen oder hier im Musikschulorchester oder auch im Querflötenensemble. Wie lange spielst du schon? 4 Jahre. Und willst auch nichts anderes spielen? Nee, die Flöte macht mir Spaß und das gefällt mir auch ziemlich gut. Schön. Und was sind das noch für andere Blockflöten? Sind das alles Blockflöten? Die Blockflöte hat ganz verschiedene Größen. Das ist auch eines der schönen Sachen dran. Anfangen kann man das natürlich mit der Sopranblockflöte. Und dann kann man natürlich auch noch als Erwachsener beginnen oder auch in einem Ensemble spielen. Spielen kann man das natürlich wie jedes andere Instrument, solange man Freude dran hat. Man muss nicht immer das gleiche Instrument in der Hand halten. Aber das wird euch jetzt meine Kollegin noch ein bisschen zeigen. Und zuerst möchte ich vielleicht erstmal klären, warum die Blockflöte denn Blockflöte heißt. Und habe hier einen Block mal einfach rausgeschoben. Dieser Block steckt in jeder Blockflöte drin und ohne den gibt es keinen Ton. Die Flöten sind ganz vielfältig und diese Klangvielfalt wollte ich einfach mal demonstrieren. Vielleicht mal auf der kleinsten, auf der Sopranino und auf der Großbassblockflöte. Thank you.
Das hört sich sehr schön an. Ich stelle mir das anstrengend vor. Ist es das? Je mehr man übt, desto leichter wird es eigentlich. Warum hast du dich zu dem Instrument entschieden? Ich habe jemanden spielen sehen in meiner Schule und dann hat sich das sehr schön angehört und dann habe ich es auch mal ausprobiert. Und die Mechanik sieht jetzt für einen Laien wie mich auch kompliziert aus. Ist das so? Es sieht komplizierter aus, als es ist. Einfach dadurch, dass sehr viel Mechanik drauf ist und die ganzen Klappen sehr eng zusammen sind. Aber die Finger hat jeder seinen Platz, so wie bei jedem anderen Blasinstrument auch. Und wo liegt der Unterschied zur Klarinette? Also zum einen in der Form, dass die Klarinette überall ungefähr so dick ist wie da unten. Zum anderen natürlich im Klang, aber in erster Linie am Rohr. Wir haben ein Doppelrohrblatt, das den Ton dann verursacht. Und meine Abschlussfrage, wo kann man da mitspielen? Ah, eigentlich fast überall. Am lohnendsten und am schönsten ist es natürlich im Sinfonieorchester, aber man kann vor allem auch in jeder Blaskapelle mitspielen. Die freuen sich immer, wenn Oboen dabei sind. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Arten von Kammermusik. So, jetzt haben wir schon ganz viele interessante Dinge gesehen. Erholung ist verdient, würde ich sagen. Wir kommen zum nahezu wichtigsten Instrument hier. Hier werden Dinge ausgetauscht, hier bespricht man sich. Die Kaffeemaschine. Immer für ein Forte gut oder ein Fortissimo. Ich habe mich gerade extra reingeschlichen, weil es so schön klang. Wie bist du dazu gekommen, Klavier zu spielen? Meine Mutter hat ab und zu Klavier gespielt und dann wollte ich halt auch Klavier lernen. Und kann man das auch erst als Erwachsener anfangen? Ja, selbstverständlich. Da das Klavier so viele Klang- und Spielmöglichkeiten bietet und die Tonbildung relativ einfach ist, kann man das jederzeit auch später noch erlernen. Wir haben in der Musikschule einige erwachsene Schüler, die ihr Hobby pflegen bei verschiedenen Instrumenten. Der Älteste ist gar 60. Ich spiele auch schon eine Weile Klavier und es würde mich interessieren, ob ich eigentlich geeignet dafür bin. Was muss man denn können? Was muss man mitbringen? Also wenn du schon Klavier spielst, dann bist du bestimmt schon geeignet. Ne? Aber ich glaube, es gibt ja ein paar wichtige Dinge, die man haben soll. Also Musikalität ist durchaus wichtig für jedes Instrument, egal ob es Klavier oder sonst was. Gutes rhythmisches Gefühl ist auch nicht ganz ohne Bedeutung, aber da wäre jetzt mal die Frage eher an die Schülerin. Was denkst du, Mathilda? Also ich glaube, fürs Klavier braucht man Ausdauer und auf jeden Fall muss man die Musik mögen. Magst du uns mal was vorspielen? Ja, unverwechselbar. Hier ist die Geige in dem Zimmer und zwei Lehrerinnen auf einem Fleck. Ja, wir proben gerade ein Stück mit unseren beiden Schülerinnen Esma und Leni. Ja, und die zwei sind ja auch noch sehr jung. Und es gibt doch hier auch ein Orchester an der Musikschule, oder? Ja, es gibt zwei Orchester in der Musikschule. Einmal die Streicherkids, das ist das Unterstufenorchester. Da sind die Kinder so nach 1 bis 2 Jahren Unterricht dabei und die sind so im Schnitt zwischen 8 bis 12. Und wir haben ganz viel Spaß beim Proben, gell, Esma? Mhm. Und haben auch ganz viele Auftritte, also jedes Jahr mehrere bei unseren Musikschulkonzerten. Und wenn die Kinder dann dem Unterstufenorchester entwachsen sind, dann gehen sie zum Herr Hemmer ins mit Musikschulorchester. Und es sind dann die Großen mit den schweren Stücken. Und da sind dann auch andere Instrumente noch mit dabei, oder? Kontrabässe? Genau, und Cello und Bratschen eben. Es gibt 3 wesentliche Unterschiede zwischen zwischen Geige und Bratsche. Der eine, den ersten sieht man, die Geige ist kleiner als die Bratsche. Der zweite Unterschied ist, dass die Geige, also die Noten der Geige werden im Violinschlüssel notiert, dem sogenannten Sopranschlüssel.
und die Noten der Bratsche werden im Bratschenschlüssel, im Altschlüssel notiert. Das bringt mich dann zu dem dritten Unterschied. Die Bratsche hat eine hohe Seite, die E-Seite hat die Bratsche nicht. Die helle Seite wird ersetzt, dafür hat sie eine tiefe Seite und kriegt dadurch einen ganz warmen, weichen und runden Klang und ist so die Verbindung zwischen oder die Brücke zwischen Geige und Cello. Und spielt man das nur im Stehen oder auch im Sitzen? Also beim Unterricht, da steht man, während man Geige spielt. Und im Orchester, da sitzt man. Okay. So, und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter proben. Hier sind wir. Und dann gibt es auch noch E-Geigen. Ein Experte dafür ist der Peter Hemmer. Was kann man denn damit machen? Also die E-Geige sieht schon ein bisschen wenig anders aus als die akustische Geige. Sie hat keinen Körper, sie hat ein Kabel. Und sie lässt sich auch ein bisschen anders spielen als die akustische Geige. Sie klingt je nachdem, wie wir den Klang einstellen. Das macht man mit Hilfe eines Vorverstärkers. Und wenn ich nichts einstelle, klingt sie ungefähr so aus. Also ziemlich normal wie eine akustische Geige. Ich kann hier mit Hilfe von diesem Vorverstärker eben den Klang ändern. Dann kann das zum Beispiel wie eine Gitarre klingen. Und man fragt sich vielleicht, wo man diese Geige anwenden kann, warum überhaupt eine E-Geige. Die E-Geige ist zum Beispiel zum Üben praktisch, weil man da Kopfhörer anschließen kann und man stört keinen Nachbar. Pippi Langstrumpf, ja, sehr schön. Braucht man viel Kraft, sowas zu spielen? Nein, also ich brauche nicht viel Kraft. Nein, eigentlich ist vieles mit Technik möglich. Also können junge Damen können das auch spielen. Und sind die irrsinnig teuer, so Instrumente? Die Instrumente, die gibt es in allen möglichen Preisklassen. Und tut es weh, die Saiten hinunter zu drücken, habe ich mir gerade überlegt. Tut's weh? Nein. Also wenn man es gewohnt ist, dann kriegt man Hornhaut und es stört überhaupt nicht. Und anfangs vielleicht so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube nicht. Und dann habe ich einen Kumpel, der ist Linkshänder. Ist das ein Problem? Also bei Linkshändern, die spielen eigentlich ganz normal. Die sollen auch die gleichen Instrumente nehmen. Ganz normal. Das waren jetzt schon ganz viele Töne. Wie erzeuge ich denn einen beim Fagott? Mit den Blättchen erzeugt man den Ton beim Fagott. Und wie tief kann man damit spielen? Ganz, ganz tief. Ja. Und warum spielt ihr alle so gerne? Ich spiele so gern Fagott, weil es so ein besonderes Instrument ist. Weil es einfach Spaß macht und weil ich dann meine Finger bewegen kann. Weil es einfach ist zu lernen und es schön klingt. Weil ich dann Musik mache. Weil es einen schönen Tonumfang und einen schönen Klang hat. Weil man damit so tief spielen kann, so hoch und tief spielen kann. Ich bin Sophia und ich zeige das Oktavfagott. Schön. Was muss man denn zum Unterricht mitbringen? Das ganze Schlagzeug? Nee, man muss natürlich nicht immer das ganze Schlagzeug mitnehmen. Es reicht, wenn man die Noten mitbringt und seine eigenen Stücke hat man. Okay.
das reicht. Und die Nachbarn würde es noch interessieren, braucht man zu Hause auch eins immer? Also man braucht zu Hause ein Schlagzeug, so nach einem halben Jahr wäre es ganz gut. Und es gibt dieses akustische Schlagzeug, was wir hier haben. Es gibt als Alternative aber auch so E-Drums, also aus so elektrische Schlagzeuge. Die bestehen dann aus Gummimatten und die kann man an die Kopfhörer schließen. Und dann hört man nur sich selber und schont die Nachbarn. Schön. Was ist denn anders beim Jazz- und Popklavier, habe ich mir überlegt? Naja, beim Jazz- und Popklavier, da kannst du frei improvisieren und du spielst sehr viele Poplieder, zum Beispiel ganz berühmte Lieder. Und dann kannst du dann auch, da gibt es immer Improvisationsteile, bei denen du dann improvisieren kannst. Und wann darf man damit anfangen? Also ich würde sagen, so mit 6 Jahren macht es Sinn, wenn man lesen und schreiben kann. 6, 7, jetzt rein so aus der Erfahrung. Und was kann man damit alles machen? Man kann alleine spielen, man kann in einer Band spielen, man kann mit dem Computer was aufnehmen. Hey, den Song kenne ich. California Cajun von den Red Hot Chili Peppers. Genau, das ist es. Ja, klingt cool. Aber ich habe mir gerade überlegt, gibt es Ärger mit den Nachbarn manchmal? Ja, das ist manchmal laut, aber es gibt ja den Lautstärkeregler. Ja. Okay, Liam, welche Stilrichtung gefällt dir gut? Metal, alles was rockt. Und Janosch? Rock und Pop. Viele interessiert immer, ob man vorher klassische Gitarre gespielt haben muss, um hier anzufangen. Nein, man kann direkt mit E-Gitarre und E-Bass beginnen. Die Saiten lassen sich sogar leichter drücken als bei einer klassischen Gitarre. Und es gibt auch hier kleinere Instrumente, sodass man durchaus mit 6, 7 Jahren schon beginnen kann. Und wir machen einen großen Teil im Unterricht Rock-Pop-Songs. Und das kann ich dann eben auch schon mit den kleineren Schülern oft nach der 2., 3. Stunde machen. Der Tobias spielt schon 8 Jahre. Wie bist du dazugekommen? Ja, ich habe viel Iron Maiden gehört und da ist der Bass ziemlich dominant. Und das fand ich dann ziemlich cool. Deswegen habe ich dann auch im Bass angefangen. Man kann sich mit der Gitarre auch gut beim Singen begleiten. Laura, was spielst du denn gerade? Je ne parle pas français von Amika. Die Sonne fällt hinter die Häuser, schickt sie an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über 1000 Menschen, wir reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Ja, jetzt habe ich extrem viel gesehen. Selten so viele begeisterte Schüler, begeisterte Lehrer. Ich kann es nur sagen, Musik ist wirklich ein sehr tolles Hobby. Gerade hier, es gibt den Chor, es gibt aber auch Rock- und Jazzbands, es gibt Orchester. Da ist wirklich von allem was dabei. Und dann gibt es tolle Musicals mit ganz engagierten Eltern. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Und wir haben auch einen Freundeskreis der Musikschule, der hier auch viel unterstützt. Also das ist wirklich rundherum ein tolles Team, wirklich. Ich habe mein Instrument gefunden. Wie sieht's mit euch aus? Wir sehen uns, wir hören uns, vielleicht zusammen auf einer Bühne. I think it's time we come together. Yeah.